Die zweite große Veränderung des 10. Jahrhunderts im Ostfränkischen Reich ist das Entstehen der sogenannten jüngeren Stammesherzogtümer. Sie sind nicht gleichzusetzen mit den Stammesgebilden am Beginn der fränkischen Zeit. In all diesen neuen Stammesherzogtümern regierte vorerst ein nicht vom Reich, also vom König eingesetzter Herzog. Dieser war ein vom Stammesadel gewählter Machthaber. 911, als der letzte Karolinger im Ostreich starb, einigten sich die ostfränkischen Großen auf den Frankenherzog Konrad I. als neuen König. 919 wurde mit dem Sachsenherzog Heinrich I. der erste Nicht-Franke zum König. Von nun an war das Reich nicht mehr durch ein bestimmtes Volk, also die Franken, getragen, sondern der Adel verschiedener Stämme wählte den König. Ab der Wende zum 10. Jahrhundert gab es keine Dynastie und kein Leitvolk mehr, die das Schicksal des Reichs bestimmten, sondern es waren die Großen des Reiches. Das sollte das Reich das weitere Mittelalter hindurch prägen. Im Ostfränkischen Reich vollzog sich nun ein integrativer Prozess. Diese Stämme waren Theodiscus bzw. Diodisk von Althochdeutsch Diod-Volk, was also volkssprachlich im Gegensatz zum Latein- bzw. romanischsprachigen Westen und Süden bedeutete. In Italien wurde der Name zu Teudisci und gleich als Teutonici verballhornt, also mit Referenz auf den Furor Teutonicus, das Barbarische, betont. Trotzdem bleibt innerhalb des Ostreichs der Stamm das Identitätsmerkmal, zum Teil noch bis heute. Ein deutsches Volk und schon gar eine österreichische Nation sind noch weit entfernt. Zusätzlich ist zu bedenken, dass das Ostreich vielsprachig war, also auch eine romanische und slawische Bevölkerung hatte. Erst im 15. und 16. Jahrhundert begann man von deutschen Landen und dann von Deutschland zu sprechen. Die Stammesherzogtümer umreißen ursprünglich das Siedlungsgebiet der einzelnen Stämme. So haben sie auch ihre Eigentümlichkeiten bewahrt. Seit dem Ende des Karolingerreiches ist es nicht mehr der König, der die Stämme beherrscht. Es sind die Stämme, die den König als Garant der Ordnung und zur Repräsentation wählen. Ursprünglich gab es 5 Stammesherzogtümer: Sachsen, Bayern, Alemannien bzw. Schwaben, Franken und seit der Reichsteilung Lothringen. Das Herzogtum der Thüringer wurde gar nicht erst wiedererrichtet und zwischen Sachsen und Franken aufgeteilt. Die Zahl der Herzogtümer ist aber immer nur eine Momentaufnahme. Im 10. Jahrhundert wird Lothringen geteilt und Kärnten kommt 976 als Herzogtum dazu. Immerhin siedelte dort ja das Volk der nicht-germanischen Karantanen. Damit ist der Weg vom Stammesherzogtum zum Territorialherzogtum beschritten.